Hallo, ich bin Evi vom Ballet Lovers Blog. Wollt ihr mal wissen, wie Katja Wünsche, prima Ballerina des Ballett Zürich, ihre Spitzenschuhe umnäht, damit sie besser auf der Spitze steht und mehr Halt hat? Viel Spaß beim zweiten Teil meiner Videoserie. So, ich habe ganz normalen Baumwollfaden. Den nehme ich meistens vierfach. Und dann ziehe ich ihn durch die Nadel durch, sodass am Ende dann wirklich achtfach ist eigentlich. Aber das macht jeder unterschiedlich. Für mich ist das eine gute Stärke. Und dazu benutze ich eine Segel- und Zeltnadel. Also nicht eine ganz normale, dicke, große Nadel mit einer runden Spitze, sondern diese Nadel hat drei Seiten. Dreieck, also wie ein Dreieck von oben. Und damit kann man tiefer durch das Material stechen und einfacher vor allen Dingen. Und damit ich da gut durchkomme, habe ich eine Zange, die mir hilft dabei. Und zwar kann ich da richtig etwas tiefer stechen. Und das mache ich vor allen Dingen, damit die oberste Schicht, diese feine Satin, das Material nicht reißt. Es ist ja nicht so kräftig. Und deswegen gehe ich tiefer, ziehe das durch, lege das dann so um. Das ist ein ganz gewöhnlicher Stich, ich glaube, den hat jeder mal gelernt. Ich weiß nur gerade nicht, wie er heißt. Genau, und dann ziehe ich das so an. So, und damit gehe ich dann einmal um den ganzen Schuh herum. Und das dauert wie lange? Also 5-6 Minuten so für einen Schuh. Ich glaube so für zwei Paar, also für ein Paar brauche ich eigentlich so 15 Minuten. Mit allem? Mit Brechen? Ja, das Brechen, das ist noch das Schnellste. Aber das hier ist eigentlich das dauert am längsten, die Spitze vorne, weil die Bänder und die Gummis mache ich mit der Nähmaschine, das geht viel schneller. Aber das kann ich nicht mit der Nähmaschine machen, das muss ich selber machen. Zeig nochmal deine Bänder, ich habe gesehen, du hast da Gummis drin, warum? Genau, ich habe da Gummi dazwischen gesetzt. Und zwar kann ich dadurch die Bänder fest um mein Sprunggelenk binden und habe trotzdem noch ein bisschen Spielraum. Das heißt, dass dann die Bänder, die Spitzenschuhbänder, nicht irgendwie da so reindrücken und einschneiden. Deswegen habe ich diese Bänder, diese Gummis da dazwischen gesetzt. Und deswegen trenne ich die auch immer wieder ab, wenn die Spitzenschuhe abgetragen und kaputt sind, weil ich dann nicht jedes Mal wieder einen neuen Gummi einsetzen möchte, benutze sie wieder.